Hallo meine lieben Erdzeichen, herzlich willkommen alle Stiere, Steinböcke und Jungfrauen für euer Reading aus dem Tarot für die zweite Maihälfte. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, die Karten sind bereits ausgelegt. Ich habe auch meine Meditation über der Legung bereits gemacht und versuche euch jetzt die Botschaften in einen Zusammenhang zu bringen. Bitte vergesst nicht, ein Reading kann immer nur die zur Verfügung stehenden Energien aufzeigen, ja, was die einzelnen Personen, Menschen, ja, dann damit machen. Das obliegt natürlich dem Einzelfall, ja, da geht es um die Entwicklungsbereitschaft der Seele natürlich, ja, um den freien Willen jedes Einzelnen. Also das ist ganz wichtig, ja, genaue Vorhersagen, wann was passieren wird, kann man natürlich jetzt mit diesem Reading nicht machen, aber es zeigt sehr schön Tendenzen auf, ja, und ich freue mich ja immer ganz besonders, wenn ihr auch bestätigt in euren Kommentaren, dass es für viele so stimmig ist. Und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, ja, der weiß ja auch, dass ich quasi für die einzelnen Elementegruppen die Legungen ja wie so rote Fäden quasi schon seit mehreren Monaten durchziehen. Das ist also fast wie so eine Familie, ja, die hier angesprochen wird und für die diese Legungen dann natürlich auch immer wertvolle Impulse enthalten. Schau einfach ein paar Minuten zu, du merkst dann ganz genau, ob das für dich stimmig ist, was ich hier erzähle. Nimm einfach für dich mit, was für dich passt, ja, womit du in Resonanz gehst, und alles andere, das lässt du einfach hier. Ja, ansonsten vielleicht noch ganz kurz bei den allgemeinen Readings ist es ja so, dass natürlich jetzt diese Botschaften nicht für alle stimmig sein können, die das Video gucken. Wenn du dich hier jetzt nicht wiederfindest, dann schau dir auch noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, wenn dieses Zeichen einer anderen Elementegruppe entspricht. Ja, meine lieben Erdzeichen. Ich habe hier zwei Karten für die Hauptenergie erhalten. Ja, ich habe also das Deck gemischt, habe um eine Hauptenergie für alle Erdzeichen für die zweite Maihälfte gebeten. Und das sind zwei Karten gleichzeitig aus dem Deck gesprungen, nämlich einmal eine Karte aus der großen Arkana, die Mäßigkeit, zusammen mit den fünf Schwertern. Ich muss gleich dazu sagen, die Legung ist sehr, sehr stimmig in sich, ja, und du dürftest dich vor allem dann angesprochen fühlen, wenn es dir zurzeit mit deiner aktuellen Lebenssituation nicht wirklich richtig gut geht. Die fünf Schwerter, die stehen immer für Konflikte, ja, für eine Situation, in der sehr rauer Wind weht, ja. Also es könnte sein, dass du vielleicht in deiner derzeitigen Lebenssituation mit Gegenwind zu kämpfen hast, ja. Vielleicht hast du auch Streitigkeiten auszutragen mit deinen Mitmenschen oder auch mit deinem Partner. Alles ist möglich, ja. Die fünf Schwerter sind eigentlich eine Karte, die ich gar nicht so gern sehe in den Legungen, weil es ist meistens so ein Kampf ohne Sieger, also da gibt es keinen Sieger, ja, auch wenn der Mann hier im Vordergrund siegessicher grinst, ja, letztendlich haben hier alle verloren. Und ich finde es eigentlich dann wunderschön, dass mir das Tarot die Mäßigkeit dazu gebracht hat, denn die Mäßigkeit steht für göttlichen Schutz und eben auch für die Mäßigung. Also, ich fühle, ich sage euch jetzt mal, was ich fühle. Bislang habe ich eher so ein bisschen erzählt, was die Karten bedeuten, aber was ich fühle zu der Hauptenergie. Es könnte sein, dass du dich derzeit wie in einer Zwangsjacke fühlst. So nehme ich es wahr. Du möchtest aus einer Situation ausbrechen, aber dieser Ausbruch beschert dir entweder großen Konflikt, großen Gegenwind im Außen, oder du ärgerst dich über dich selbst, weil du es bislang nicht geschafft hast. Ich sage jetzt einfach mal, was mir gerade so intuitiv kommt. Ich nehme zu dieser Karte wahr, Wut, ja, wie in einer Zwangsjacke. Wie in einer Zwangsjacke feststecken und nicht rauskommen und gleichzeitig Wut empfinden darüber. Vielleicht auch Reue oder Selbstvorwürfe, nehme ich wahr zu der Karte. Warum schaffst du es nicht, eine Situation zu verlassen? Und hier fordert dich die geistige Welt zur Mäßigkeit auf. Ich sage einfach,
ruhigbrauner, ja, oder ruhigbraune, so nehme ich es gerade wahr. Du bist hier beschützt von uns. Es ist eine aufreibende Phase momentan in deinem Leben, ja. Da kommen viele Schmerzen ans Tageslicht, ja, das sehen wir hier gleich. Es passiert hier vieles, was an die Oberfläche kommt, vielleicht auch in einer bestehenden Verbindung, ja, kommt vieles an die Oberfläche, was Konflikt schürt. Und hier sagt die geistige Welt, versuch dich immer wieder zu mäßigen, versuch dich immer wieder in Balance zu bringen und wisse, du bist göttlich beschützt. Wir halten die Hand über dich, so nehme ich es wahr. So schlecht du dich vielleicht momentan fühlst, so innerlich zerrissen, so wütend, vielleicht bereust du irgendetwas, was du getan hast. Mir kommt hier dieses Wort Reue auch so stark in den Sinn, ja. Auch Ungeduld kommt mir, Ungeduld, ja, da sehe ich wieder vor meinem geistigen Auge diese Zwangsjacke, man möchte wo raus, aber es geht nicht oder noch nicht. Und hier wirklich hält die geistige Welt schützend ihre Hand über dich. Vertrau darauf, dass bessere Zeiten auf dich zukommen, dass dieser Konflikt überwunden werden wird. Denn du scheinst, irgendetwas scheint dir großen Kummer zu bereiten bzw. bereitet zu haben. Ich frage dich hier oben an der Position, aus welcher Energie kommst du jetzt aus den letzten Tagen der ersten Maihälfte? Und da fallen die drei Schwerter, diese Karte für großen Kummer oder auch eine schmerzhafte Erkenntnis. Also etwas, ja, ich komme dann auch gleich noch drauf, was es eventuell sein könnte, scheint dir wehgetan zu haben, Enttäuschung nehme ich wahr, aber ich nehme auch wieder, kommt mir wieder ganz stark, dieses Schmerz aus Reue wahr, weil du dich vielleicht für irgendetwas nicht entscheiden konntest oder kannst, weil du vielleicht bislang nicht deinem Herzen gefolgt bist, könnte ein anderer Mensch in den Rückzug gegangen sein, das zeigt mir diese Karte hier, ja, das sehen wir dann gleich noch an der Position, was von außen kommt, liegen nämlich die zwei Schwerter. Also diesen Impuls habe ich immer wieder ganz deutlich gespürt, ja, auch in der Meditation, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Deswegen nochmal, es könnte also sein, dass du quasi dich derzeit unglaublich über dich selber ärgerst, dass du eine bestehende Situation vielleicht nicht verlassen kannst und damit jemand anderen verletzt hast. Und es tut dir aber selbst weh, ja? Weil du vielleicht auch Angst hast, diesen anderen zu verlieren. Also so kommt es mir gerade einfach jetzt so rein. Ja, ich sage euch das, wie ich es empfinde. Und ich frage dann, wie entwickelt sich die Energie weiter, ja, also jetzt wirklich so in der ersten Woche der zweiten Maihälfte. Und da fällt gleich wieder eine unglaublich spirituelle Karte, ja, so wie auch schon die Mäßigkeit, wieder eine große Arcana-Karte, nämlich der Hierophant. Da habe ich auch sofort zwei Dinge wahrgenommen. Einmal, es könnte um eine Ehe gehen. Der Hierophant steht immer für Ehe, ja, also für dafür, dass jemand verheiratet ist. Wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass du dich vielleicht noch in einer Ehe befindest, in der du aber nicht glücklich bist, in der es viel Konflikt gibt, du ärgerst dich über dich selbst, dass du vielleicht bislang noch nicht den Mut gefunden hast, diese Verbindung zu verlassen, um deinem Herzen zu folgen. Hier oben liegt die Herrscherin, ja, also oder der Herrscher könnte das auch sein. In den allgemeinen Readings ist das Geschlecht hier unerheblich. Also es könnte für dich im Prinzip vielleicht im Herzen einen anderen Menschen geben, für den du dich gerne entscheiden würdest, aber du bist hier noch in einer Ehe gefangen und du hast vielleicht den anderen abgewiesen, ja, und der verschließt sich jetzt. Also das wäre jetzt eine Geschichte hier, die aus diesen Karten hervorging. Vielleicht passt es für den einen oder anderen. Dann würde diese Karte für die Ehe stehen, dass du dir einfach Gedanken darüber machst, ja, was mache ich, was kann ich auch guten Gewissens machen? Der Hierophant steht auch immer dafür, dass man Entscheidungen trifft, die mit dem Gewissen vereinbart, zu vereinbaren sind. Ja?
Gerade wenn man verheiratet ist, vielleicht Kinder hat, ja, gemeinsames Haus, was weiß ich, vielleicht noch gemeinsames Geschäft. Da ist ja so eine Trennung auch wirklich schwierig, ja, weil man sich immer wieder fragt, was kann ich tun? Darf ich das? Ja, kann ich wirklich meine Familie im Stich lassen oder kann ich meinen Kindern eine Trennung zumuten? Also für all das steht der Hierophant, denn ich sage euch auch, wie ich darauf komme. Ich frage, wie entwickelt sich die Energie weiter dann gegen Ende des Monats? Und da fällt eben mit den 8 Kelchen eine Karte, die eigentlich aussagt, dass du dich dazu entschließen könntest, nachher dann auch mit dem Magier gespiegelt, ja, tatsächlich eine Situation jetzt zu verlassen. Die 8 Kelche, ja, die zeigen immer, dass im Prinzip in dieser Situation, denn schaut mal, der Mann verlässt ja hier 8 aufrecht stehende Kelche. Das würde gut zu dieser Ehe- oder Familiensituation passen. Das heißt, es ist eigentlich etwas da, was der Tradition verhaftet ist, was vielleicht Sicherheit gibt, was man aufrechterhalten sollte, wenn man der gesellschaftlichen Norm entsprechen möchte. Ja? Aber dieser Mann trifft trotzdem die Entscheidung zu gehen. Und interessanterweise fällt ja die Karte in die Zeit des nächsten kommenden Vollmondes. Und hier scheint der Mond. Ja? Also es könnte tatsächlich bei euch, liebe Erdzeichen, darum gehen, dass ihr zum nächsten Vollmond, der ja dann Ende Mai stattfindet, tatsächlich eine Entscheidung trefft, eine Situation tatsächlich zu verlassen. Auch wenn es euch vielleicht noch Unbehagen bereitet, aber auf der Karte sieht man es ja schön, der Mond leuchtet dem Mann den Weg. Und so nehme ich es jetzt auch wahr. Dieser kommende Vollmond für euch dann Ende des Monats könnte hier tatsächlich für eure Entscheidung sehr hilfreich sein. Ja, wenn es jetzt bei dir überhaupt nicht um eine Ehe oder Ähnliches geht, ja, könnte diese Karte, steht der Hierophant auch immer für Zuversicht und Hoffnung und dafür, dass man nach dem Sinn des Ganzen fragt. Also eine sehr spirituelle Karte und viele Erdzeichen öffnen sich ja tatsächlich in den letzten Monaten extrem der Spiritualität. Die Erdzeichen sind normalerweise sehr vernunftgeprägt, ja, sehr rational. Da braucht es schon ein bisschen, ja, bis sich jemand tatsächlich auf so etwas hier einlässt, auf das Spirituelle, ja, auch wirklich so auf die Intuition, die innere Stimme zu hören. Und dafür steht der Hierophant auch, dass du dich vielleicht immer mehr nach dem Sinn deines Lebens fragst und dir dann eben auch die Frage stellst, ob du ganz gleich, welche Situation es hier ist, die dir aber Unbehagen und Konflikt bereitet, ja, verlassen darfst, um deinem Seelenfrieden näher zu kommen. Denn diese Karte, meine Lieben, ja, die 5 Schwerter, die sind quasi das Gegenteil vom Seelenfrieden. Ein Mensch, der sich in der Energie der 5 Schwerter befindet, und bitte bedenkt, es ist die Hauptenergie hier über den 2 Wochen, der ist innerlich aufgerieben, der findet keine Ruhe, der schläft nicht gut, der hat vielleicht Magenprobleme, dem tut der Rücken weh, der ist überlastet, der fühlt sich mit sich und seinem gesamten Leben nicht im Frieden. Und die Mäßigkeit kommt hier, weil sie dir letztendlich helfen möchte, ja, diesen inneren Frieden wiederzufinden. Die sagt, mein Lieber oder meine Liebe, wir sind bei dir, wir schützen dich. Du darfst wieder in deinen Frieden kommen. Aber du musst natürlich auch deinem Herzen folgen, dem Ruf deiner Seele. Ja, und dafür scheint es tatsächlich nötig zu sein, irgendetwas zu verlassen. Das kann Verschiedenes sein. Ja, wenn du jetzt dich hier vollkommen beispielsweise in deinem Beruf wiederfindest und sagst, ja, das ist ein dauernder Kampf auf meiner Arbeit. Ich habe hier immer wieder Kummer, weil ich mit Kollegen nicht zurechtkomme und trotzdem will ich aber den Job nicht hinschmeißen. Ja, weil was ist dann? Dann bin ich arbeitslos. Ja, all diese Dinge, die in unserem Leben dieses Gefühl manifestieren, dass wir uns unwohl fühlen mit uns selbst, mit unseren Lebensumständen,
nicht mehr zur Ruhe kommen, keinen Frieden in uns finden, ja, wollen hinter sich gelassen werden. Und jetzt kommt eine interessante Karte hier. Ich habe es ja gerade schon mal angesprochen. Ich frage an der Position, ja, was kommt vielleicht von außen auf dich zu oder was begegnet dir im Außen? Und da begegnet dir auf jeden Fall ein Mensch, der sich dir derzeit verschlossen hat. Und diese Karte würde jetzt sehr gut zu dem Szenario passen, das ich vorhin mal erwähnt habe, dass du dich vielleicht noch in einer unbefriedigenden Beziehung befindest, ja, die du schon längere Zeit verlassen möchtest, schaffst es aber bislang nicht. Und da gab es oder gibt es noch einen Menschen, das wäre dann in dem Fall die Herrscherin, ja, oder eben der Herrscher. Wie gesagt, die Geschlechter sind in den allgemeinen Readings völlig unerheblich. Gibt es einen Menschen, der dir sehr lange sein Herz offen gehalten hat, ja, aber dadurch, dass du via viele Erdzeichen dich ganz lange in der Stagnation hier befindest und nichts vorangeht, vielleicht auch immer wieder harsche Rückzüge gekommen sind von diesem Menschen, hat dieser Mensch beschlossen, ja, sein Herz in gewisser Weise jetzt zu schützen. Denn diese Frau hält ihre verschränkten Arme hier über dem Herzchakra. Sie hat eine Augenbinde um, ja, um ihre Intuition oder den Zugang zu ihren, ich sag mal, tiefen Gefühlen einfach momentan nicht herzustellen. Und, meine Lieben, sie hat die Schwerter erhoben. Das bedeutet ganz klar, aktuell, komm mir nicht zu nah. Und es würde natürlich auch sehr schön diesen Herzschmerz erklären. Ja, denn wenn du diesen Menschen liebst und vielleicht jetzt bereust, dass du diesen Schritt hier aus deiner unbefriedigenden Situation noch nicht gemacht hast, hast du jetzt natürlich Angst davor, dass es zu spät sein könnte, und es zeigen uns wundervoll stimmig diese beiden Karten. Ich frage an der Stelle immer nach deinen Wünschen und deinen Hoffnungen, und es wollten auch hier zwei Karten gleichzeitig fallen, und die sind so unglaublich passend zu diesem Szenario, denn schau mal, für deine Wünsche, ja, fallen explizit die 9 Kelche, die für die Wunscherfüllung stehen. Ja. Also das heißt, dein größter Wunsch wäre es, dass du dich endlich befreien kannst, dass dieser Mensch sein Herz wieder für dich öffnet und du tatsächlich dann deinem Traum nahe kommst, deiner Wunscherfüllung. Denn schau mal, der Mann hier hat 9 Kelche. Und wenn er jetzt den einen letzten Kelch von dieser Person, die aber aktuell ihr Herz verschlossen hat, noch bekommen würde, dann ergeben dies die 10 Kelche für die erfüllte, glückliche Beziehung. Das ist dein Wunsch. Aber gewaltiger könnte das Blatt nicht zum Ausdruck bringen, dass das deine Angst ist, ja? Nämlich, dass es zu spät ist. Dass dieser Mensch, ja, nachdem du dich hier vielleicht im Grunde deines Herzens sehnst, tatsächlich mit dir abgeschlossen hat und sein Herz für dich nicht mehr öffnen kann. Ja. Nehme ich jetzt als Angst wahr? Angst vor dem endgültigen Ende. Was passieren wird in Richtung Juni, kann ich euch natürlich mit der Legung nicht vorhersagen, aber ich sage euch, welche Energie für euch zur Verfügung steht. Wir hatten hier ja schon gefragt, wie die Energie sich weiterentwickelt, Ende des Monats, dann schon im Ausblick für Juni. Und da hat uns schon die 8 Kelche, haben uns schon die 8 Kelche gesagt, dass sich hier jemand entschließt, eine Situation zu verlassen, und zwar im ja, Licht des Vollmondes anscheinend. Und unglaublich passend fällt jetzt hier, da frage ich ja nochmal danach, ja, wie geht's weiter in Richtung Juni, fällt der Magier. Wer das Tarot kennt, freut sich, weil der Magier liegt für den Neubeginn. Und zwar für einen Neubeginn, für den alle Voraussetzungen vorhanden sind. Ihr wisst, die allererste Karte im Tarot ist der Narr. Ja, da geht es eher so um diesen mutigen Schritt ins Unbekannte. Hier ist auch noch so ein bisschen dieses unbekannte Element dabei. Man macht sich auf, obwohl man noch nicht wirklich weiß, wie es weitergeht. Der Mann macht sich auf in die Dunkelheit.
Aber hier bringt die geistige Welt eine weitere Karte aus der großen Arkana, die dir Mut machen möchte, die nämlich sagt, du hast alle Voraussetzungen für deinen Neubeginn. Du hast den Stab, die Münze, den Kelch und das Schwert. Und vor allem, das ist das Wichtigste an der Karte, wie ich finde, du hast die Unterstützung der geistigen Welt. Und die fällt ja hier schon mit zwei sehr gewaltigen Karten direkt in die Legung. Ja. Also deine geistigen Führer, ja, deine Helfer, die möchten dich ermutigen, dich aufzumachen auf einen neuen Weg. Und wer meine Legungen jetzt schon länger verfolgt, ja, ihr wisst, im Prinzip geht es hier bei den Erdzeichen seit Monaten um dieses Thema, denn viele von euch stagnieren einfach nach wie vor. Ich habe in dem einen oder anderen Video immer den Vergleich mit dem Plan in der Schublade gebracht, ja. Der Plan für den Neubeginn, ja, der ist gezeichnet, der liegt in der Schublade, ja. Einmal ist es so, dass die Schublade mal geöffnet wird, wird der Plan mal herausgeholt, ja, aber wann wird losgegangen? Und die Erdenergie ist einfach langsam. Das zeigt uns dann übrigens auch sehr passend der Ritter der Münzen an der Unterseite des Decks, ja, komme ich gleich noch dazu. Also, die Möglichkeit, jetzt tatsächlich einen Neubeginn zu wagen, ist da. Und jetzt kommt noch der Paukenschlag der geistigen Welt obendrauf. Ich frage an der Position ja zum Schluss immer noch, was rät dir die geistige Welt? Und da fliegen, springen, schmettern drei Karten gleichzeitig während des Missions, also wirklich in hohem Bogen. Drei große Arkana-Karten und eindeutiger kann die Aussage nicht sein, der Stern, der Wagen, die Herrscherin. Wenn es bei dir um eine Wunschpartnerin geht, wenn du also als Frau für eine Frau schaust oder als Mann für eine Frau, ganz klare Aussage, triff die Entscheidung, werde dir endlich klar darüber und geh, mach dich auf den Weg zu ihr. Wenn du jetzt für einen Mann schaust, sieh ihn einfach als Herrscher an, ja. Geh los und mach dich auf den Weg zu ihm. Denn ich bringe eindeutig hier die Herrscherin bzw. den Herrscher in Verbindung mit der Position hier der zwei Schwerter. Ja? Dass es also ein Mensch sein könnte, zu dem du dich hingezogen fühlst, ja? Für den dein Herz schlägt. Aber du hast es bislang nicht geschafft. Ja? Wenn jetzt für dich diese Szene nicht zutrifft, dann könnte es auch sein, dass die geistige Welt dich hier bittet, in die Energie der Herrscherin oder des Herrschers zu gelangen und dich endlich auf deinen neuen Weg zu machen. Ja? Also wenn es nicht um einen Wunschpartner oder eine Wunschpartnerin geht, dann könnte diese Karte hier auch für deine eigene Energie liegen und die geistige Welt möchte dich mit diesen drei Karten ermutigen. Sieh doch klar, ja, es liegt auf der Hand, dass du hier in dieser Energie der fünf Schwerter nicht bleiben kannst, dass deine Seele leidet. Ich nehme hier auch wahr, wirklich körperliche Beschwerden. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Ich nehme hier tatsächlich wahr, diese körperlichen Symptome, die sich bei vielen manifestieren, ja, weil die Stimme der Seele so sehr ignoriert wird und immer wieder in den Hintergrund gedrängt wird. Ja, denn wenn die Seele die Sprache verliert, ja, dann beginnt der Körper zu reden. Wenn die Stimme der Seele immer wieder ignoriert wird, entwickelt der Körper einfach Symptome, um überhaupt Gehör zu erhalten, dass irgendetwas im Leben schiefläuft. Und darüber sollst du dir klar werden, sagt die geistige Welt. Ja, der Stern ist für Heilung. Der Stern steht eigentlich symbolisch für diesen inneren Frieden, nachdem sich deine Seele im Grunde so unglaublich sehnt, den du hier in dieser Situation aber nicht erlangen kannst. Ja, du musst dich aufmachen. Du musst dich aufmachen, entweder zu einem bestimmten Menschen oder in der Energie der Herrscherin, des Herrschers, ja. Das ist ja hier eine Energie, die von Selbstvertrauen und Selbstwertschätzung strotzt,
Ja, die Herrscherin, die setzt sich Ziele, die weiß, was sie möchte in ihrem Leben und vor allem auch, was sie nicht möchte. Ja, also eben diesen Zustand hier möchte sie nicht. Auch der Wagen steht für Ziele. Es geht hier nicht mehr nur darum, in einer Art Opferbewusstsein zu leiden, ja, und zu sagen, ach, wäre nur alles anders und was habe ich gemacht und ich bereue das und wie kann ich mich befreien, ja, sondern es geht jetzt tatsächlich darum, und es sagt dir die geistige Welt hier klipp und klar, diesen Plan, den du vielleicht schon in der Schublade hast, herauszuholen, auf den Tisch zu legen und wirklich zu sagen, ich mache den ersten Schritt, denn, und jetzt kommt hier meine Gesamtenergie, ja, denn schaut mal, der Ritter der Münzen, das ist die langsamste Ritterenergie des ganzen Tarots, denn wie ihr hier erkennen könnt, das Pferd steht, ja. Der Ritter sitzt zwar schon mal am Pferd, ja, er sieht sich auch seinen Wert an, ja, er hat die Münze hier auf seiner Hand und betrachtet die, also das heißt, es ist ja auch sehr stimmig, viele Erdzeichen sind ja tatsächlich in den letzten Wochen und auch ja, seit Jahresbeginn tatsächlich schon weiter in ihrer Selbstwertschätzung gekommen, ja, aber das Pferd steht nach wie vor und der Wagen, deswegen kommt er hier als Ratschlag, der sagt, du musst aber auch losgehen, du musst losgehen, ja, denn wenn du hier stehen bleibst, ändert sich noch nichts. Mach dir Ziele, setz dir Ziele. Setz dich hier auf den Kutschbock deines Lebens, ja, und geh los. Und wie gesagt, meine Lieben, ja, also ich bin gespannt, was dieser Vollmond für euch bringt, denn wenn hier diese Karte mit dem Mond tatsächlich auf die Position genau in die Zeit fällt, dann dürft ihr euch jetzt schon mal das Datum des Vollmondes Ende Mai, ich habe jetzt nicht im Kopf, wann er genau stattfindet, im Kalender rot anstreichen, denn dann ist das für euch energetisch gesehen wirklich von Bedeutung und bringt euch ganz tolle Energien für einen Neubeginn. Ja, meine lieben Erdzeichen, manchmal möchte ich euren Wagen gern so ein bisschen anschubsen von hinten, ja, dass der mal ins Rollen kommt. Kommt ins Rollen, meine Lieben, das Leben wartet auf euch, ja. Hier findet kein Leben statt, das ist Kampf. Ja, das ist euer persönlicher Kampf, den viele schon sehr, sehr lange kämpfen und der immer wieder zu Schmerz führt. Ja, und durch diese Stagnation kann es eben auch geschehen, dass andere Menschen sich aus eurem Leben verabschieden, weil sie des Wartens leid sind. Ja. Ja, ich freue mich über eure Kommentare. Bitte schreibt mir sehr gerne unter dem Video, wie ihr die Legung für euch empfunden habt. Ja, ob ihr euch wiederfinden konntet oder vielleicht habt ihr ja auch für jemand anderen geguckt, für einen Wunschpartner oder Partner, ja, wie es da gepasst hat. Ich freue mich natürlich auch über jeden Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr kein Video, das ich veröffentliche. Und besucht mich auch sehr gerne auf Facebook. Den Link stelle ich euch in die Infobox. Außerdem findet ihr in der Infobox auch meine E-Mail-Adresse für PayPal, falls ihr mir eine kleine Spende zukommen lassen möchtet, um den Kanal am Laufen zu halten, um die Videos alle natürlich auch weiterhin kostenlos für euch zur Verfügung zu stellen. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zusehen. Genießt den Frühling noch, die zweite Maihälfte. Und für euch ist es ja wirklich bezeichnend. Alles neu macht der Mai. Tschüss, meine Lieben, eure Uli.